Hallo, willkommen mal wieder zurück zu Hearthstone mit mir, dem Maru. So, ihr seht ja hier die Decks, die ich vorbereitet habe. Heute wollte ich mal ein bisschen den Zulok zeigen und als kleines Gimmick dann noch am Ende den Murloc. Hier fliegt eine Fliege rum, die mich im Wasser treiben kann. Fangen wir erstmal mit der ganz billigen Variante an. Die könnt ihr fast immer zusammenbauen. Halt wichtig sind, da kommt ihr nicht dran vorbei an den beiden Karten. Egal, was ihr macht, an den beiden Karten kommt ihr nicht vorbei. Aber das Deck ist halt quasi 1040 Staub. Das sollte fast für jeden möglich sein, so zu holen. Damit beginnen wir jetzt erstmal. Der Zulok ist halt darauf gedacht, dass man einfach das Deck überschmeißt, den Gegner. Überrennt, einfach nur natürlich Karten macht, sich auf den drauf wirft. So, dann den Gegner platt macht. Ist halt ein der anderen dieser jeder hasst euch Decks. Neben Magmage und Facehunter. Ja, die Variante mit 1000 Staub sollte eigentlich für jeden irgendwo erreichbar sein. Ist nicht mal eine Legendary-Karte. Okay, wir haben unseren ersten Gegner gefunden und es ist nicht Todeshorst. Ein Glück. Okay. Pablo Manjon. Wir beginnen. Ich meine, für Karten ziehen da in dem Moment ist es halt immer am besten, wenn ihr keine Karten in der Hand habt. Oder halt billige Karten habt, zum Beispiel die hätten wir wegschmeißen müssen. Bei der bin ich mir nicht ganz sicher. Ob sie jetzt nur golden oder nicht golden sind, macht ja keinen Unterschied, hoffe ich für euch. Da den Gnome pieken wir kurz ins Auge noch. Dem ja auch. Ja, der lieber nicht. So, wenn er nichts ausspielt, spielen wir auf jeden Fall beide aus. Er ist ein Priester, das heißt, die Chance, dass er diese 1-3er hat, ist ganz groß. Das ist nicht 1-3er, das ist kein Problem. Da beschützt nämlich der Leerwandler den Lepra-Gnom in dem Moment. Also, raus damit. Ah, das gute alte Seelenfeuer. Früher mal 0 Mana zwischen mit einem Mana so eine Lackkarte. Die wollen wir auch noch ins Auge pieksen. Ja, hier. Das Auge. Nix. Greift bitte an. Nein, nein, den linken. Den linken. Gegen Priester ist halt die Karte recht extrem mächtig. Dass wir eine leere Hand haben, geht sowieso nicht. Aber jetzt können wir mit dem hier. Ehrlich möchte ich das nicht machen. Ich spiele halt den hier aus. Verliere den Zwerg natürlich. Und hau den hier weg. Gegen Priester ist sie gar nicht schlecht, weil mit 4 kann sie gut weggehen. Jetzt haben wir natürlich wunderbar die Chance, wenn wir noch eine 1 ziehen, nächste Runde das komplette Board wegzumachen. Egal was er spielt. Jemand verletzt? Ganz genau, können wir das jetzt machen. Perfekt. Nur eins ziehen. Ah, der Wolf. Wer ist jetzt noch nur mal, ist perfekt. In dem Moment will ich, glaube ich, den Wolf sogar opfern. Also wir können jetzt mit dem Wolf spielen. Damit bringen wir sieben Gefahr. Das heißt, wir spielen lieber den auf den. Klicken die dann hier rein. Das sehen Feuer hier rein. Das ist den Wolf. Aber wir haben das Board geklärt. Und können jede Runde zwei Karten ziehen und sind damit ziemlich gut dabei. Und ja, die ist halt gegen den Priesterkarte ganz nützlich, weil sie außerhalb dieser bösen Kartenreichweiten sind. Er könnte den Heiligen Nova haben, ist natürlich immer die Gefahr. Deswegen sollten wir schauen, dass wir nächste Runde nicht zu viel spielen. Oh, hier haben wir einen perfekten Trade, dass für uns Heiligen Nova nicht mehr so schlimm ist. Noch eine Succubus. Noch eine Karte ziehen. Eine Eule. Na gut. In dem Moment ist mir der Spot wichtiger als der Schaden. So kann man natürlich entweder ins Feld gehen oder traden. In dem Moment war die Karte aber zu gefährlich, mich stehen zu lassen, weil hätte mein 4-2 in dem Torn töten können. Das hat aber natürlich eigentlich viel lieber ins Gesicht. Und lässt ihn den Trade machen. Ich bin eigentlich komplett falsch, aber ihr kennt mich, ich kann nicht anders.
An sich ist die Taktik auch wieder ins Gesicht gehen, den Genie-Trails machen, weil ihr euer Board voller legt und nur wichtigere Ziele wie jetzt zum Beispiel die hier töten. Jetzt zum Beispiel. Na gut, nee, jetzt ist es wieder ein guter Trade. Da tappe ich lieber einmal mit neuen Karten. Okay, hätte ich mir lieber nicht getan. Das wäre ein Ideal geworden für uns. Ist er jetzt vielleicht für ihn verlockend, wieder die heilige Nummer zu spielen? Jetzt müssen wir erstmal schauen, dass wir die Hand leer kriegen, bevor wir die zweite Doomguard ziehen. Und der Priester zieht wieder in die Länge, das mag ich nicht. Okay. Ah, genau das wollte ich nicht, dass es passiert. Wir hätten definitiv nicht tappen sollen. Ah. Gut, in dem Moment können wir nicht verhindern, dass wir beide verlieren. Das spielen wir sie jetzt einfach aus. So, weg. So, weg. Und ins Gesicht. Das ist natürlich so die größte Arschkarte, die man in dem Moment sieht. Ist in dem Moment nicht anders zu sagen. Ah, komm, Pablo. Lass uns nicht lange warten. Ja, ich mach dann sogar ein Feuerchen an und mach die Decke sauber. Nee, 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 nee. Ja. Ja, du schlafst immer weiter. Er hört nicht auf. Der Pablo ist ein Bot. Oder spielt er am Handy, dass er so ein bisschen lange Leitung hat? Natürlich. Gut. Also, man sieht ja, wie groß wir unsere Position hier rausgespielt haben. Was soll der Priester groß dagegen machen? Vielleicht hat hier eine Gedankenkontrolle. Das heißt, wir sollten schauen, dass wir den mit Schaden draufdrücken, dass er nicht so viel Gefahr darbringt. Ja, wahrscheinlich ist das hier eine Gedankenkontrolle. Wie gesagt, Gedankenkontrolle, das heißt, wir machen ihm mehr Schaden, das heißt, er ist nicht mehr so gefährlich. Außer ich ziehe noch einen zweiten Spot. Oder noch besser. Das nennt man einen Top-Deck. Okay. Dann pimpen wir den noch auf. Packen ihn dazwischen. Um maximalen Schaden zu machen. Ein Bärchen war es. Nun gut. Der gute alte Sulak über Rennpriester seit 2013. Oh. So, Rang 20. Jetzt kriege ich wieder den tollen Kartendrücken. Juhu. Gut. Auf zum nächsten Deck. Die Variante vom Zu, die 1. Ist etwas teurer, rennt mit Lower Tap hier und nutzt den Leerrufer. Um mal ein paar noch gute Sachen zu machen. Die V2 hat dagegen schreckende Leere mit drin. Ich mag ehrlich gesagt die V2 lieber. Schreckende Leere finde ich einfach so eine coole Kombo mit dem Ei. Natürlich über die Standardtaktik mit Jongleur, Ei, Implosion und alles. Nehmen wir den mal. Die V2. Ja, könnt ihr gerne zwischendurch wechseln. Ist halt irgendwo immer reaktiv, was macht der quasi der Gegner zur Zeit. Was ist gerade in? Müsst ihr halt darauf anpassen, was in eurem Rang gerade in ist. Könnt natürlich auch, zum Beispiel, wenn in eurem Rang ganz viele Facehunter rumrennen, einen Höllenfeuer reinpacken oder sowas. Schauen, dass ihr ein Ei auf dem Feld habt dann und Höllenfeuer und. Euch jetzt gut aus. So, jetzt haben wir einen Magier vor uns. Eine 1 behalten wir, eine 3 behalten wir in dem Fall und haben noch eine 1, mit der wir alles traden können. Der Imp-Gang-Boss ist sehr gut. Und jetzt haben wir doch eine sehr gute Hand. 1, 2, 3, was auch immer. Also, ich ziehe noch eine 1, dann spiele ich 2 Einser.
dem Moment. Das ist einfach das Gefährlichste, was ich dieses Feld legen kann. Also kann ich nächste Runde nämlich die beiden spielen oder die beiden spielen, den hier reinschicken lassen, irgendwas. Haben wir ja schon einen Enabler. Die Chance, dass er was mit 3 AP zieht, ist gering. Oder gar nichts. In dem Fall haben wir die beiden. Das heißt, auch nichts verloren. Und den Schrecken der Leere. Super. Da wir natürlich nicht wollen, dass er auch was Wertvolles auffrisst, packen wir alles nach links, dass wir den hier rechts hinsetzen können zum Auffressen. Und schon haben wir Runde 3, einen 3-5 und einen 4-4 aufs Feld gepackt. Deswegen mag ich diesen Void Terror so gern. Weil er ist jetzt noch 3 Runden entfernt von dem Flammenstoß. Und ich habe so unendlich viel Schaden auf dem Feld. Und habe auch noch Glück. Würde mich nicht wundern, wenn er es bald aufgibt. In dem Moment, den hier zu spielen, ist nicht ganz so nützlich. Weil ich würde dann lieber dann eine Runde spielen, wo er was pingen könnte sonst. Nehmen wir lieber mit, um genau irgendwas, was im Weg liegt, einfach wegzuhauen. So, die 5 HP sind wertvoll. In dem Moment. Deswegen Flammenstoß. Deswegen nehmen wir ihn. Und machen unsere Hand leer. Damit wir die Verdammniswache mit nur einem Opfer spielen können. Oder vielleicht auch keinem, wenn wir eine andere Karte ziehen. Wenn ihr seht, wieder habe ich ihn komplett überlaufen. Ein Flammenstoß würde mir 2 Imps und einen 3-1er noch lassen. Plus die Verdammniswache. Das heißt, wenn er, außer er hat jetzt einen Blizzard, ist er jetzt schon tot. Er hat ihn nicht. Ein Feuerball. So, wir haben jetzt noch 5 Schaden. Plus 4 Schaden. Plus nochmal mehr Schaden. Plus dich. Und. Und genau die 2 haben wir gar nicht gebraucht, weil wir hatten genau perfekten tödlichen Schaden. Und das ist die Macht vom Zu. Überrennen ihn. Gerade in den Low-Bereichen sehr stark. So, jetzt gibt es eine etwas teure Variante. Das ist die, die der Herr Colento immer spielt. Einer von den größeren Hearthstone-Leuten. Beziehungsweise in dem Moment hat er inzwischen oben der Verdammnis rausgenommen und dafür nochmal Garnis reingepackt. Aber ich habe mal Garnis nicht und hat halt hier Dr. Boom, Sylvanas sind eigentlich 2 Gengi-Legendaries. Dr. Boom auf jeden Fall zu empfehlen, immer. Die erste, die ihr euch bauen solltet. Jo. Der Vorteil ist halt wirklich, ihr kommt schnell durch. Haut alle platt. Es gibt schlechte Starts. Jetzt gerade in dem Deck könnt ihr einfach mit Sylvanas, Dr. Boom und was immer noch ganz zu teuer ist, in der ersten Hand sein. Sag ich's nicht, aber wir haben in dem Fall die Münze. Und dreimal einen Kartenwegwurf. So, hat er keine Winx, ist er jetzt schon ziemlich im Arsch. Weil wir haben eine perfekte Hand. Damit können wir irgendwas Großes wegmachen, was uns im Weg ist. In dem Fall Axt. Ist egal. Wir müssen die Axt herauslocken. Er würde sie nicht gegen eine Spinne spielen. Also er spielt jetzt die Axt, wir spielen die Spinne. Und dann hat er Pech gehabt, dann können wir die spielen. Nö, zerschmettern. Perfekt. 1 für 1, aber wir haben Mana effizient gespielt. Dann können wir jetzt auch 3 Mana-Karten. Nö, spielen wir den Imp-Gang-Boss in dem Moment. Machen wir einen Kristall kaputt in der Zeit, weil es geht ja nicht. Ah, okay. Ja, wir können es versuchen. Vielleicht haben wir ja Glück. Messerwerfer.
Ah, schade. Ist gefährlich jetzt für uns. Mag ich nicht zu bezweifeln. Hätte natürlich auch hier ein paar überwältigende Macht spielen können. Aber wir haben jetzt ja immer noch die Implosion, um das wieder wegzumachen. Wieso, wir müssen es nicht mehr spielen. Weil wir haben jetzt zwei Imps hier. Werde ich den Fall auch lieber aufheben und die beiden Spinnen spielen. Ist natürlich ungünstig gelaufen, aber ich hätte nicht besser wegmachen können. Genau, Spinne, Spinne, rein und rein. Jetzt haben wir Implosion und Überwältigen gemacht, um auch mal was hier auf dem Feld liegt wegzumachen. Gefahr war wichtig, Explosion in dem Moment wäre gewesen, einen Wirbelwind zu finden. Aber da er nicht spielt, spielen wir einfach den Lernrufer aus und hauen ein wenig Rüstung weg. Vorteil in dem jetzt ist, jetzt können wir die Doomguard spielen, ohne dass es was kostet. Und er weiß nicht, dass wir nichts in der Hand haben, was er ausspielen kann. Das heißt, er wird Panik haben. Okay. Ein Taurasan. Gut. Aber in dem Moment können wir hier einfach eine Spinne da reinschicken und ihn platt machen. Oder. Na, wir haben nichts zum Ausspielen. Das heißt, wir tappen zuerst. Gibt noch eine wichtige Explosion. Dann würde ich sagen, ich spiele eine wichtige Explosion. Und verlieren eine Spinne. Ist egal. Jetzt hätte ich gerne noch die Verdammniswache dazu. Er könnte ein Patron Warrior sein, also ein Grim Patron Warrior. In dem Fall ist dieses Board ziemlich gefährlich. Vorteil ist halt, dass er eine ganz gewisse Kombination von Karten braucht, um es da gefährlich zu werden. Er hat einen Wirbelwind. Alles klar. Soll er doch. Stört mich in dem Moment nicht. Also, kostet mir schon Karten, aber von mir aus. Okay. Okay. Und ins Face? Mios. Wir haben 8 plus 4 plus 4 macht 16, 17 Schaden erst. Reicht noch nicht. Ah, da kommt Dr. Boom raus. Und gutes. Ich hoffe halt, dass ich bald eine Verdammniswache ziehe, um mir die Combo zu spielen. Das hätte auch der Vorteil mit Mal'Ganis dann. Okay. Er macht ihn weg. Mit seinem Gesicht. Sehr gut für uns. So, nochmal rechnen. Er hat 19 HP. Wir haben 4 plus 3 plus, was mehr rauskommt. Ein Ei. Okay. Noch ein Ei. Okay. So. Haben wir immer noch. Wir haben 1, 4, 5, 6, 7, plus 8 mal 15. So, 15. Das heißt, er hat noch 4 Leben. Das heißt, die Bomben müssen für durchschnittlich 2 treffen. Ist machbar. Ne? 1, 4, 5, 6, 7. Plus 4 macht 11, plus 4 macht 15. 15 minus 19 ist 14. Das heißt, 4. Chance ist also durchaus vorhanden, ihn zu töten. Und genau so. So, noch als kleinen Bonus zum Abschluss habe ich ja jetzt drei gute Decks vorgestellt, wie mein kleines Fun-Deck noch dazu. Der Murloc. Den zeige ich dann nach dem Match, wo ich noch mal Decks kurz einmal zeige.
Ihr kennt ihn ja alle. Aber die Fun-Variante ist halt im Warlock und im Schaman irgendwo ganz lustig. Oh, gegen den Jäger. Das könnte lustig werden. Aber es hat leider Gimmick von dem, was man zieht am Anfang. Okay. Ah, den Mittelblock behalten wir mal. Okay, immer kein Mörder in der Hand. Aber ich kann die beiden zusammenspielen. Habe ich einen 2-1 und 2-2. Kann vielleicht gut traden gegen den Anfang. Mal schauen, ob das klappt. Na, entscheide ich Bestman Squiff. Ich habe auch schon lange ausgetauscht. Ah, Blur, hier von wegen, der weiß, dass ich hier. Ah, nee, er ist da, er hat sich bewegt. Okay, er hat zwei Karten behalten. Müssen wir aufpassen. Bitte nichts, spiele ich den Messer-Jungler aus. Der Münze. Dann kann ich nämlich zwei Messer schießen und habe 5 Schaden auf sein Gesicht. Plus die Chance, den Messer-Jungler noch stärklich, unsterblicher zu machen. Perfekt. Denkt jetzt erstmal, oh cool, ein Zulok. Alles klar. Aber in unserem Zoo sind Fische. Wir sind kein Zulok, wir sind ein Aquariumlok. Bisschen Licht aus, Tür zu, Bild ab. Na? Na? Komischer Vogel. Normalerweise fügst du dem komischen Zeiger hier, hä? Will er nicht mehr. Aber der hat das eh eingeschlafen. Hey, nicht kratzen. Der will nicht mehr. Oh, das ist ja langweilig. So viel kaputt machen. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. Und er ist eingeschlafen. Oh, versucht den guten alten Hunter-Bug. Ah, ne, er möchte mich einfach nur in den Wahnsinn treiben, wenn er die Zeit lange auslaufen lässt. So ein freundlicher Mensch aber auch. In dem Moment wundert sich, warum ich nichts gemacht habe, wegen Lass die Hunde los. So kann man mit Lass die Hunde los nämlich nichts töten, außer meine kleinen Elfen da. Und so kann ich sie benutzen, um ihn zu töten. Aber ich kann ihn einfach reinschicken. Das Messer trifft. Oder wenn das Messer trifft. Nö. Dann gehst du da rein. Und wir gehen ins Gesicht. Natürlich kann Lass die Hunde los jetzt meinen Messerwerfer töten. Wäre natürlich schade für uns. Oh. Lohnt es sich, Schaden einem Hunter Mana zu geben? Nö. Der Kerl muss doch traden, nicht wir. Und wir haben was gegen Spots. Das heißt, wir haben jetzt gerade hier potenziell 5 plus 4, 9 Schaden auf dem Feld. Plus das Messer, das treffen kann. Auch wenn er jetzt natürlich versucht, weiter in die Länge zu ziehen. Jetzt vor allem, weil er merkt, oh Gott, ich kann verlieren. Kann ja gar nicht Hunter-Style spielen. Jetzt wieder in die Länge. Ist nicht die feine englische Art. Aber er guckt diesem bösen Mann ins Gesicht und diesem Roboter und diesem bösen Ausbildner mit goldener Rüstung. Ah, okay, Jägers mal. Okay. Und ein Ei. Nun gut. Damit verrät er uns ja diese Art seiner Falle.
Das heißt, nee, Moment. Und das natürlich so aus. Gucken wir nochmal. Und spielen die beiden aus. Natürlich ist leider kein Schaden in sein Gesicht gelandet, wegen diesem Marker. Hoffentlich zieht es nicht mehr so eine Länge. Wir können in dem Moment jetzt das Ding jetzt ziemlich hoch buffen, auf jeden Fall. Er heilt sich. Ah, schade. Das kann so ein wenig dauern. Ich mach mal aus dem Ei, kein Ei. Ist sicherer für uns in dem Moment. Okay, nächste Runde können wir noch das Tiefenlicht hier dazu packen. Wenn wir die beiden noch gebufft werden. Vielleicht hier auch meinen Kriegsfürsten, der Murlocs. Ah, auf jeden Fall Bestman's Griff. Nehmen wir mal seinen Mund weg. Du bist nicht gern gesehen auf YouTube, weil du so schön in Länge ziehst. Und wir hier warten müssen. Na komm, du. Ne, ihr seht's ja selber. Was wollen wir mit dem machen? Mit dem Tod ins Auge und weigert sich aufzugeben. Man mag lieber die billigen Taktiken zurückgreifen. Aber da müssen wir nun mal leider durch jetzt gerade. Auch wenn es die Folge ein wenig in die Länge zieht, ungewollt. Die Fliege hilft ihn auch noch. Ich glaube, die Fliege ist sein Bestie, der mich loslassen möchte. Okay, wir haben hier 5, 6 Schaden plus nicht genug. Tappen wir. Und schauen nächste Runde nochmal nach. Oh, und er braucht wieder eine Stunde. Das ist echt kein netter Mensch. Da gibt es ja keinen Knopf von wegen hier. Report ist ja ein gutes Recht, immer bis zur Schnur zu gehen, leider. Gucken wir, wie die Eule anblinkt hier. Ja, das Ei. Ja. Ja, das ist ein Ei. Da kann ich sprechen. Ja. Ne? Was ist das? Ne? Bestienmeister, ja? Genau, das hier. Oh. Er hat sich jetzt entschieden, jetzt kann er es auch nicht in die Länge ziehen. Er wollte, dass wir einfach rausgehen, weil er uns so lange quält. Naja, netter Kerl. Sehr netter Kerl. Natürlich nochmal kurz alle Decks. Der ominöse Murloc. Halt alles reingepackt, was so Murloc-tastisch ist. Die Orakel, die Gezeitenrufer, die Charger, die anderen Gezeitenrufer, der Anführer und der Boss. Dann ganz billiger so mit halt vielen Karten, weißen Karten, Standardkarten. Wichtig sind halt nur Implosion und Doomguard. An denen kommt er nicht vorbei, die sind zu wichtig. Dann haben wir noch zwei Varianten von einer etwas mittleren Variante des Zoos. Mir persönlich gefällt die Variante mit schreckende Leere mehr, weil man da einfach mit den Eiern so viel Spaß haben kann, auch genauso mit den Krablern und allem. Und dann auch etwas teure Variante, die von Colento. Kann natürlich oben der Verdammnis noch gegen Malganis austauschen oder einen Seegiganten reinpacken, wenn ihr das hier habt. Alles ganz gut. Gut, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein wenig das näher bringen. Danke euch fürs Zusehen. Und wünsche euch beim nächsten Video auch wieder viel Spaß. Und besonders nochmal ein besonderes Danke an meinen süßen Schatz, die Liana, die mich immer so sehr unterstützt. Bis zum nächsten Mal, Leute. Tschüss.